Sie sind hier, vergrößern, verkleinern das Team um Einzelmeisterin Yvonne Liri vaschierte sich gegen Russland für die Niederlage im Gruppenspiel. Urheberrecht Getty Image, 16. Februar 2019, 17:02 Uhr. Das deutsche Badminton-Team steht überraschend im EM-Finale. Yvonne Li und Co. revanchieren sich im Halbfinale gegen Russland für die deutliche Vorrundenpleite. Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft spielt bei der EM in Kopenhagen um die Goldmedaille. Im Halbfinale am Samstag setzte sich das Team um die deutsche Einzelmeisterin Yvonne Li Lüdinghausen gegen Russland 3:1 durch und revanchierte sich damit überraschend für die deutliche Niederlage 0:5 im Gruppenspiel am Donnerstag. Im Endspiel bekommt es Deutschland am Sonntag, 14 Uhr, mit dem Top-Favoriten und Seriensieger Dänemark zu tun. Das Halbfinale des Gastgebers gegen die Niederlande war beim Stand von 3:0 schon nach dem Mixed und 2 Einzeln entschieden. Wir haben aus dem ersten Spiel gegen Russland gelernt. Die Spieler haben dies super umgesetzt, wir sind super stolz, sagte Bundestrainer Detlef Poste. Sportdirektor Martin Kranitz meinte, ich glaube, besser kann man eine Revanche nicht spielen, als wir es heute gemacht haben. Bei den vergangenen 4 Auflagen der Timor-Europameisterschaft hatte die Auswahl des Deutschen Badmintonverbandes DBV jeweils eine Medaille gewonnen, 2013 im russischen Ramenskoje sogar Gold. Auch 2011 erreichte das DBV-Team das Finale beim Turnier der gemischten Mannschaften. Dänemark hat den Titel seit 1996 10-mal gewonnen, die Serie hatte nur Deutschland vor 6 Jahren durchbrochen. Im Halbfinale gegen Russland gewann die 20 Jahre alte Hoffnungsträgerin Li ihre Partie gegen Jewgenija Kosetskaja, 17:21 Uhr, 21:16 Uhr, 21:16 Uhr. Die weiteren Punkte holten das Mixed Mark Lambsfuß, Isabel Hertrich, Wipperfeld, Bischmisheim, sowie Lambsfuß mit Marvin Seidel, Bischmisheim, im Doppel. Die einzige Niederlage des Tages kassierte Kai Schäfer, Lüdinghausen, im Herreneinzel.